So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist schon wieder Zeit für... Ah, die bringt mich um, guck dir das an. Ah, ich habe den heute früh, ich saß auf der Toilette und da habe ich nur kurz sein Klo sauber gemacht. Da kommt er angerannt wie so ein Blöder und springt mich an. Ich habe gedacht, hey... Und er so, yo, und dann ist er wieder gegangen. Naja, egal. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise einer neuen Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Den haben wir schon am Anfang im Video. Ja, und heute Abend ist auch die Raid-Stunde mit Rigi Steel. Und heute kommt noch die Shenaya. Die wollte ja jetzt von Mittwoch bis Freitag mich besuchen. Wir wollen heute zusammen die Raid-Stunde zusammen streamen. Die Rigi Steel Raid-Stunde zusammen streamen. Da könnt ihr wieder einladen. Wir wollen morgen den ganzen Tag wandern gehen. Wir wollen The World's End nachspielen mit Bier und Döner und so weiter. Beim letzten Mal hätte es ja schöner geklappt, wo da hier Dings da war, Heatran, dass wir jeden Raid, den wir sehen, zu zweit machen können. Das wird bei Rigi Steel jetzt leider nicht möglich sein. Aber egal, das werdet ihr noch sehen oder mitbekommen. Und wer nichts davon weiß, der kriegt eh nichts mit, weil er gar nichts guckt und nichts verfolgt. Und jetzt kommen wir zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Bier Benny. Erstes 10er-Ei von gestern, ein Shiny Psyau mitgenommen, was jetzt viele haben wollten im letzten Event natürlich. Dann zeigt er uns hier noch einen netten Bug, nette Belohnung. Da gibt es einfach Rigi Gigas, wenn man Geschenke verschickt und das Kapitel komplett abschließt. Es gibt immer Rigi Gigas. Was war da denn los? 1-2-3 Kit, Quest aus dem Bus, Shiny Läufe, yo. Dann bin ich mit Moro Glücksfreund geworden. Bier Benny ohne Lucky Trade, 100% Lucky Giratina getradet. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Mr. Moonlord bin ich auch Glücksfreund geworden. Henry Nicky bedankt sich für die Einladung, hat einen Shiny Rigi Rock bekommen. Drachek, 100er, let's go! Oh mein Gott. Krypto-Voltoball, was zu einem 100er wird, wenn er es erlöst. Würdet ihr das erlösen? Ja, nein, braucht man Voltoball? Eigentlich nicht. Agi Halmi hier auch Shiny mitgenommen, sogar das schlechteste, was es gibt aus dem Ray. Das ist das 100er von unten mit 10, 10, 10. Bioshanga, da schlüpft das Psyau aus der befristeten Forschung heraus. Ich hatte meine noch gar nicht abgeholt, habe gedacht, vielleicht kriege ich ja noch eins, was ich dann verlosen kann. Ging sich aus, aber nicht aus der Forschung. Ich habe einfach noch 3 Stück durch Raids bekommen, dazu später aber mehr. Und Milza hat es auch gebrütet, so wie es ausschaut. Mr. Moonlord bin ich schon ein zweites Mal dann Glücksfreund geworden. In dieser einen Woche, wo es häufiger Glücksfreunde gab, fand ich auf jeden Fall auch sehr cool. Deveris, endlich auch mal eins, ja auch ein Psyau mitgenommen in Shiny. Jojo hat ein bisschen mit Beritner getauscht, hat hier ein 100er Quabbel bekommen und Beritner ein 100er Klavion durchs Tauschen. Finde ich auch auf jeden Fall richtig cool. Bierschanker hier, Shiny Paras, Jojo, Shiny Riolu, immer noch eins der besten Pokémon. Ja, moin, erster Raid bei dir und Shiny. Auch Zelda hat bei uns mitgemacht, bei den Raids für Zuschauern und Mitzuschauern. Und wir haben ja die große Psyau Shiny Jagd gemacht, hat sie auch eins abgegriffen. K-Joga zeigt uns ein Bild von Ace Ventura. Wieder der Jim Carrey aus dem After von dem Nashorn rauskriecht und dann sieht das im Pokémon Go irgendwie so aus, dass das Dottiri aus dem Slimer kommt. Master Gossi freut sich auch hier über ihr Shiny Rigi Rock. Fan Raid Go AMK, also der Heigo, musste sein als Sternzeichen Löwe. Jetzt wisst ihr auch, wann der Geburtstag hat, nämlich da, wenn gerade Löwe ist. Also einen Monat lang hat er feiert er durchweg gehend und hat jetzt auch alle 3 Shiny Stufen bekommen, männlich, weiblich und das normale. Shenaya hier auch Shiny Psyau mitgenommen. Aluhut bedankt sich auch, hat das auch aus den Raids für Zuschauern bekommen. K-Joga gleich mal entwickelt, Familie voll hier, Shiny Smetbo. Shenaya, danke, das ist wirklich ein sehr cooles Bild, wie das Glitzern noch schön da ist und wie das Shiny vor diesem dünkleren, abendlichen Hintergrund steht. Dann, das was ich gemeint habe, ich habe nämlich immer mit den kleinen Accounts, mit meinen roten Accounts vor allem, den täglichen Raid Pass gespielt, bei einem Psyau Raid mich umgemeldet, den nächsten Account, mich umgemeldet, den nächsten Account. Jetzt habe ich 1648 einen Shiny Psyau bekommen, das war Dex-Eintrag bei dem Account. Auf dem nächsten 1653, ich habe mich umgemeldet, den Raid gemacht und direkt im nächsten wieder einen Shiny bekommen. Habe mich umgemeldet auf den nächsten 1657 und auch direkt ein Shiny bekommen. Das heißt, ich habe 3 Shiny Psyau hintereinander beim kostenlosen Raid Pass bekommen mit 3 verschiedenen Accounts. 48, 53, 57. Das müsste eigentlich schon der Schocker der Woche sein, aber ich halte mich da ja immer raus. Adi Schatz, du böses Wesen. So, dann
gab es diese Mobile Games Show, wo sie da gestreamt haben und immer wieder Codes in den Chat gepostet wurden, die ihr einlösen konntet. Und immer wenn ihr einen Code eingelöst habt, habt ihr einen Rauch bekommen, 50 Bälle und ein Lokmodul. Das auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, einer der besten Promo-Codes, die es je gab. Man konnte bis zu 5 einlösen für seinen Account. Es sind so viele Codes rumgeflogen, aber die konnte man nur, sagen wir mal, der war nur 200 Mal einlösbar. Die ersten 200, die den eingelöst haben, haben das bekommen und der Rest nicht mehr. Dann musste man warten auf den nächsten Code. Wenn man schnell war, konnte man es einlösen und war einer von den beispielhaft 200 Leuten. Ich hatte da mir einen Scherz gemacht. Das heißt, ein Scherz, ich wollte Helfer, wusste das noch nicht. Das wusste noch keiner am Anfang, bis es dann hieß, ja, die Codes gehen nicht mehr. Aber keine Sorge, es gibt neue Codes. Hab das auch mal geteilt in ein paar Gruppen. Wollte helfen, wurde man auch wieder nur niedergemacht. Scheiß Faker und sonst was. Will sich nur wichtig machen. Das Zeug geht gar nicht alles. Also, ja, mach einfach nichts für andere, dann ist eigentlich wurscht. Bierschanger hier auch, wieder ein Shiny Retter noch mitgenommen. Dann bin ich mit Humpen Glücksfreund geworden. 1-2-3-Kit mit einem Krypto-Shiny Teddy Ursa. Kenny beim Tauschen hier ein glückliches Kuddel bekommen in 100%. Ramses Raid Party auch Glücksfreund geworden. Das ist der Humpen, so viel kann ich sagen. Der wollte nämlich einen Sackraum haben. Jetzt habe ich dem einen Sackraum geschickt. Und es ist einfach 100% bei ihm geworden. Das erinnert mich ja wie damals an das Shiny Dialga beim Poppig, was auch einfach 100% wurde. 1-2-3-Kit aus der Forschung, noch ein Galar Zickzacks, Moonlight auch Glücksfreunde geworden bei mir. Brainy beim Brüten auf dem kleinen 100er Trattini und Bam, hier noch ein Lucky 100er Evoli. Für die Frau Praktibalk 751, wüsste ich gar nicht, dass das ein 100er ist, weil ich nämlich keins hab. Aber dann guckt, war der sogar schon 200er ausgebrütet von den Praktibalk. Iber Kids bin ich auch Glücksfreund geworden. Pfeffi mit einem 100er Kamau, der Kenny. Endspurt nochmal genutzt, hier noch ein Schilderus getradet mit 100%. Shinaya auch ein Shiny Mauzi, gerade aus dem Zähne-Ei. Halmi Georg, Shiny Praktibalk. Mädchen Stefan auch Glücksfreund geworden mit mir. Thomas Rode, heute einfach mal beim Kacken bekommen, ne? Ein Läufeo, dass da kein Slimer aus dem Klo gekrochen kam, ne? So, Bier Benny, nochmal Glücksfreunde, dann hier Sarina. Last Minute Quest, die ich noch hatte. Statt Shiny gab es wenigstens das da. Das männliche Shiny wäre mir lieber gewesen. 100er Psyau habe ich nicht. Und hier noch eine Übersicht, was ich sonst so hatte. Shiny Menki, Shiny Natu, Shiny Pfiffchen, Shiny Formeo, Shiny Skalyk. Skalyk-Familie endlich komplett. Finde ich auch trotzdem cooles Shiny auf jeden Fall. Dann die Selal Edition wieder. Selal. 100er Läufeo. 100er Läufeo. Shiny Rettern, 100er Carbador, Erlöstes, 100er Endivie, Shiny Sengo, 100er Psyau, 100er Läufeo in Glücks, 100er Psyau, Pokémon Legends Arceus, Kyurem, Rayquaza und dann Pokémon Stardust. Oh mein Gott, das ist Vince McMahon. Kennt ihr Vince McMahon? Schreibt's mal in die Kommentare. Selal, 100er Sengo, Shiny Paras, 100er Flemly, Shiny Pandimos, Shiny Botogel, Shiny Natu, 100er Schnuthelm und jetzt kommt Koselinchen. Der Selal, der würde eine ganze Sendung alleine füllen, wenn ich alles immer mit reinnehmen würde. Koselinchen, Shiny Regirock, Shiny Paras, 100er Chanera, 100er Flemly, 100er Shadrago. Den finde ich auf jeden Fall cool. Danke Ramon, Dubby hat auch nämlich mitgemacht bei den Raids für mit und aus Zuschauern bestehend. Shiny Psyau auch bekommen und selbst auch noch ein zweites. Finde ich auch gut. Und aus der Forschung noch ein 100er, also eigentlich Pokémon durchgespielt. Dann hier Shiny Aerodactyl, also ein Kacksprühl, auch mitgenommen. Auf dem Raid-Account noch ein 100er Psyau. Der Lukas, was ein Glück, hat gleich 2 Shiny Regirock hintereinander bekommen bei Raids 33 und 40. Gönnt man ihm. Andy Project, Nummer 4 auch endlich am Start, die neue Pandir-Form. Ob der noch das Herz-Pandir in Shiny braucht? Vielleicht. Aber Psyau braucht auf jeden Fall nicht mehr, denn Familie geschafft, alle aus der Quest gewinne ein Raid. Bei nur 9 Versuchen hat er einfach alle 3 bekommen. Und aus der 10. Quest gab es Nummer 4 Shiny. Jetzt weiß ich auch, wieso er das Video geschrieben hat. Viel Glück allen bei dem Gewinnspiel, weil er einfach den Sack zu hat. Luigi Sarada aus der Wochenbelohnung, auch 100er Psyau, aus der befristeten Fangherausforderung, 100er Zickzacks, Burkhardt, 100er Läufeo,
Alexander Ahringer, nochmals Daniel Schilling gefunden für Rain am Mittwoch. Der schickt mir immer einen Schilling, seinen Aufenthaltsort. Einmal hier in der Arena mit dem Chanera. Dann hat er hier ein 100er Glücks im Bagador, was auf jeden Fall cool aussieht. Und einen Schilling nochmal gefunden hier, diesmal mit einem Shiny Abra in der Arena. Sören, guten Morgen, genau, ein Shiny Lunastein. Burndown, Steve, gerade ausgebrütet, 100er Geronimatz hier, 100er Magnetilo aus der Feldforschung in Swinemünde bekommen, beim Kippen holen. Fällt mir einfach so eine Eisenkugel auf den Kopf. Lost Lift, endlich mein zweites, viel zu lange danach gesucht. Shiny Mauzi. Daniel Love, der hat erst ein Bild geschickt, danke Jesus. Hätte ich gar nicht erkannt, dass das ein 100er ist, aber es ist ein 100, also es ist ein Schlundo, ein Shiny Lucky 100% Knackrack, genau, steht ja auch da. What? Warum er da wütend wird, weiß ich nicht, der Ice Scorpions, ne, nee, was zum What the heck und überhaupt, da ist ein 100% Krypto Shiggy. Das ist besonders cool, weil es ja ein Starter ist und die Starter immer einen besonderen Wert haben und er jetzt hier einfach dieses 100% Shiggy als Krypto im Beutel hat und nicht erlöst, hoffe ich, aber man kann es halt nicht mega entwickeln jetzt dann. So, Ice Scorpions, zwar ohne Rampenlicht, aber das nehme ich gerne mit. Noch ein Löwchen mitgenommen, dann Bierschanger gestern Abend noch nachträglich. Immer schön knapp am 100er vorbei, dafür das erste Shiny Carpador. LA ist auch gerade rein, ne? Wo rein? Das könnt ihr selber fragen. Die habe ich mir alle angeguckt und ich habe nichts davon abgescreent und wollte nur das Shiny Carpador abscreenen, weil es ein Shiny ist, aber eigentlich auch nicht, weil es ein C-Day-Pokémon ist, also hätte ich bei ihr eigentlich gar nichts abscreenen müssen, also habe ich einfach das ganze Bild genommen. Da könnt ihr selber mal kurz gucken, was sie da so hat. Terrakium, Kyogre, Psyau, Suicune, Carpador, ja, und alles mit schlechten IV, sagen wir mal. 100er muss es schon sein, damit sie hier eine Chance hat, ist irgendwie trotzdem drin, also sie hat es geschafft. Mann, bin ich jetzt wieder blass und weiß, guckt euch das an. Hallo, Kamera, gib mir Farbe. Lennart hier, Shiny Skorgler. Lennart, ein wildes Garados erscheint. Ich hatte viele Leute da, die mir Garados geschickt haben, aber nur Lennart hat es reingeschafft mit seinem Garados, denn seins ist geflohen. Und irgendwie hat das Lennart immer, wow, ein fettes Teil. Geflüchtet. Also bei ihm flieht irgendwie alles, was erstmal krass aussieht. Sehr gut. Dann hat er mir ein Bild geschickt von dem Video von gestern und da steht einfach 1337. Das war keine Absicht, das ist mir nicht aufgefallen. Also das ist auf jeden Fall Schilling. Versteht wieder nur die Hälfte oder nur 1%. Dann Thomas Speck, 1784, ihr wisst, das ist der 100% Rigi Kock, also 1784, 100er mitgenommen, 100er Voltoball mitgenommen, 100er Voltoball mitgenommen, hä? Sieht auf jeden Fall anders aus. Dann hier 100er Knaxel mitgenommen im Tausch, dann Shiny Shadrago mitgenommen, 100er Illevoltec im Tausch als Glücks, richtig fett. Karin Suell hat hier ein Suhl, Katrin Suhl. Hat ihr ein Shiny Ditto mitgenommen, dann Annika Vogt aus der befristeten Forschung in Hohenmülsen. Hat hier noch ein Shiny Psyau mitgenommen, Thomas Bow, ein Glücks 100er Scaraborn und ein Panzer Aeron. Und das Gute ist, die sind gegeneinander getauscht und bei beiden Accounts einfach 100% Lucky geworden. Verstehst du? Das sind zwei Accounts und das ist einfach... Uberto, ne Utipo. So, dann Hannes hier noch mit dem Pfeffi-Ursaring. Hannes mit dem Shiny Fukano, Hannes mit dem Shiny Paras. Immer am Telefonieren. Manche Bilder konnte ich da auch nicht mit reinnehmen, weil da oben dann plötzlich irgendwelche Sachen standen. Jojo sind zwar leider nicht die Bulldog, aber probieren. Die hätte ich auf jeden Fall auch gern für eine Ramses Kitchen-Folge, weil es ist ja trotzdem Samyang Ramen. Spicy Flamer Samyang Ramen. Bruder, das ist so die Retro Edition. Dann Hannes, den habe ich gerade bekommen, auch noch 100% Krypto, Pfiffchen. Aber Shiggy ist halt Shiggy und deswegen ist es halt kein, ist es halt ein Pfiffchen. FC Mary hier, 100% Corazon, ist ja gerade im Urlaub, ist so, ne? Wer sich da ein bisschen informiert hat, mit Mary dabei, aber nicht mit der Dame, die wir aus dem Chat kennen, sondern mit dem Hausschwein. Wirklich ein Schwein mit in den Urlaub genommen. Und hier noch ein Bild von Dustin,
bei über Instagram, wo ich eigentlich keine Bilder nehme, weil da immer nicht dran steht, von wem das ist. Aber Dustin ist schlau, der hat es so geschickt, dass, wenn man drauf drückt, oben steht, Dustin hat an dich gesendet. Und da habt ihr hier aus Schöneiche bei Berlin vom 26.01. zurück in die Zukunft ein 100% Shiny Riggy Eis, was theoretisch eigentlich schon hätte der Schocker der Woche sein können, aber viele andere Sachen auch, denn wir haben heute irgendwas, was euch wirklich die Füße auszieht. Also wahrscheinlich die Haut von den irgendwo. Jetzt auf jeden Fall der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Tobi, vom Jan Tobias, aber eigentlich auch nicht von ihm, sondern eigentlich vom Pesti, vom Jan Pestias, denn das ist ein Krypto-Kindwurm als Shiny mit 100%, ja. Also es ist, da kann man sagen, was man will, hin und her, sonst was, aber du kannst das nicht beeinflussen, du kannst nicht gezielt, also du kannst das nicht snipen und du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt so lange auf 100er, bis ein 100er Shiny dabei ist. Du musst Glück haben, dass es 100 ist, du musst Glück haben, dass es Shiny ist und dann stehst du da und hast auf einmal ein 100% Krypto Shiny und dadurch, dass es Krypto ist, ist es auch noch mega stark und ultra selten und überhaupt und dann kriegst du das immer nur von den Rocket Vorstellen, also von den Rocket Bossen direkt und dann ist es auch noch, also ein Brutalander ist auf jeden Fall ein starkes, nützliches, heftiges Pokémon. Wäre das jetzt hier ein Kryptobidiza, hey. Aber als Shiny 100% wäre das natürlich auch cool, egal. Das auf jeden Fall das Highlight der Woche, der Schocker der Woche. Meiner Meinung nach, ihr werdet wahrscheinlich fast alle zustimmen oder fandet ihr irgendwas krasser. Das war es von meiner Seite aus. Ich muss jetzt diese Folge noch vorbereiten, schneiden, hochladen, exportieren, alles, bis die Shenaya kommt. Und da freue ich mich drauf. Ich habe nämlich Hunger, dass wir dann mal Frühstück machen können. Obwohl, ja, weiß ich nicht. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.